wenn du eine Frau kennenlernst, lieber Carsten, und sie sieht gut aus, du halluzinierst in diese Frau irgendwas Bestimmtes. Mikrofon. Mikrofon, wir haben zwei Mikrofone. Da vorne ist noch eins. Ah, okay, das kann hinten bleiben. Zwei Mikrofone. Lieber Carsten, du siehst eine tolle Frau. So, du siehst eine tolle Frau. Was geht dir zuerst durch den Kopf? Wie spreche ich sie an? Ja, ich meine später. Also sag doch mal die Wahrheit. Ich bin verheiratet. Na gut, tu mir so, als seist du nicht verheiratet. Okay, wie kriegst du ins Bett? Ja, das denken viele, vielleicht sogar alle. Und was bedeutet das, wenn du schon mit ihr so weit gehst? Was könnte das sonst noch für Gedanken auslösen? Gehst du mit jeder x-beliebigen ins Bett oder verknüpfst du damit auch noch ein paar Gefühle? Klar, es wird Männern unterstellt, dass sie damit nichts zu tun haben, aber es gibt ja zum Beispiel so Entwürfe, die sagen, Mensch, so eine tolle Frau, wenn ich die wo vorzeige, was werde ich für ein geiler Typ. Die muss ich noch nicht mal im Bett haben. Allein die Tatsache, dass die anderen glauben, ich bin mit ihr im Bett, das fühlt sich so genial an. Boah, die kann ich rumziehen, die würde ich sogar ausleihen, damit die anderen auch mal spüren, wie toll ich mich fühle. Also es gibt immer so Lebensentwürfe und da fängt ein Mensch auch schon mal an, Mensch, kann es sein, dass du dir auch vielleicht denkst, Mensch, wenn diese tolle, gut aussehende Frau nicht nur gut im Bett ist, sondern auch noch gut zu mir passt, wenn die noch Fußballfan wäre, wenn die noch kochen könnte, wenn die noch Verkäuferin wäre, so im Außendienst, dann könnte ich mit der Einwandbehandlung trainieren. Was würde das für dich bedeuten? Könnte mehr draus werden. Ja! Richtig. Das heißt, wir Jungs und wir Mädels, ja, auch wenn es mal nicht um Verkauf geht, wir halluzinieren immer noch einen Teil oben zu, weil wir bestimmte Dinge generalisieren. Und genauso geht es zum Beispiel, macht nichts, genauso geht es zum Beispiel Verkäufern im Mediamarkt, im Reisebüro, egal welcher Konzern oder bei Immobilienmaklern. Mediamarkt. Jeder von euch war schon mal im Mediamarkt und hat etwas kaufen wollen, vielleicht einen Flachbildschirm. Und dann gab es so schlaue Verkäufer, die sind auf dich zugegangen und haben vielleicht die Frage gestellt, was wollen sie denn? Na, ich will mir einen Flachbildschirm kaufen. Und was ich ganz oft erlebt habe, und ihr werdet im Sommer, Matthias, ich habe das nochmal genau durchdacht, wir werden das machen, wir werden eine Woche lang, werden wir mit versteckter Kamera, wenn die rechtlichen Voraussetzungen abgeklärt sind, werden wir Verkäufer testen in allen Lebensbereichen. Ich klebe mir einen Bart an und eine Dackelmütze und dann spaziere ich da rein. Und weißt du, was das Coole ist? Ich werde alles kommentieren. Ich werde sagen, was genau mache ich gleich? Was genau wird passieren? Warum passierte das? Und warum mache ich was als nächstes? Damit du nach vorher, nachher Bilder. Damit du siehst, verdammt nochmal, oh, das habe ich gestern erst gemacht. Was für ein Krampf. So was mache ich auch. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Ich habe jetzt natürlich für die glaubenssatzbehafteten Fernsehzuschauer, Scheiße sage ich nur, wenn es, wie sage ich es jetzt, damit es auch wirklich glaubhaft rüberkommt, sage ich nur, damit es lernpädagogisch, wissenschaftlich auch sinnvoll ist. Danke für die Genehmigung. Also, was für eine Scheiße. Ist klar, ja? Also, da kommt ein Mediamarktverkäufer und sagt dir, ey Guido, Sie wollen einen Flachbildschirm? Da habe ich was Cooles für Sie. Wie oft schon erlebt? Öfters, ja. Öfters. Kommt mir bekannt vor. Und dann zeigt er dir was, woran er das festmacht, das weiß noch nicht mal er selbst. Wenn du ihn fragst, ihr werdet das alles auf Kamera sehen, wenn du ihn fragst, guten Tag, wir haben gerade folgende Filmaufnahme, so, Sie sind hier natürlich nicht zu erkennen, aber wir können uns natürlich anonymisiert darüber unterhalten, wieso haben Sie gesagt, habe ich was für Sie? Ja, Leute wie die kaufen meistens solche Fernseher wie die, solche Geräte wie solche. Wie musst du dich als Kunde fühlen, wenn du weißt, die meisten Verkäufer gehen genauso vor?
Im Reisebüro. Ich habe eine Reise. Ach, es gibt ja noch andere schlimme Action-Szenen. Ich habe mir ja schon mal eine Kamera ausgesucht, eine Videokamera, und fummel so. Und dann kommt der Verkäufer tatsächlich auf mich zu, dieser Vollpfosten, und das hast du auch schon gehört, und sagt mir: Wollen Sie die wirklich kaufen? Wieso? Ja, schauen Sie, die ist doch viel zu groß für Sie. Ja, ich habe alles schon erlebt. Da fragst du dich natürlich, geht's gerade? Als normaler Konsument bist du ja sofort in der Situation und sagst: Echt? Okay, dann lege ich die jetzt wieder zurück. Als Verkaufstrainer oder als Verkäufer, der so ein bisschen Weitblick lebt und die Sachen hintersteigt, fragst du dich sofort: Oh, was für ein geiles Kino. Und wer mit mir schon mal einkaufen war, weiß, solche Gelegenheiten koste ich aus, egal was es kostet. Das ist genial. Leider waren wir mit der Kamera nie dabei, aber es wird in Zukunft. Matthias, danke für die tolle Idee. Matthias ist der, der hinten immer dazwischen quatscht. Schnitt links, verdichten rechts, reduzieren vorne. Ja, der die Kamera steuert im Live-Schnitt vorne. Ja? Mal kurz draufhalten. Hallo, Matthias. Dein Applaus. So. Und im Reisebüro ist es dasselbe. Meine Hochzeitsreise, das habe ich auf irgendeinem Hörbuch, habe ich das schon mal zum Besten gegeben. Habe ich mich totgelacht? Ja, habe ich mich totgelacht? Ihr kennt die Geschichte, ja? Dass dann die Reisedame zwei, drei Fragen stellt und bomba, die hat mir das liest kein Schwein. Entschuldigung, auch wieder lernpädagogisch wichtig. Kein Schwein ist eine allgemein gültige Beschreibung für niemand interessiert sich dafür. Ja, so, nur für die postdoktoralen und postprofessoralen Zuschauer, die nur dann ein Produkt kaufen, wenn der Arzt gut aussieht, egal ob er schneiden kann oder nicht. Dankeschön. So, also, wieder zurück. Und kein Schwein, ich habe es Ihnen gesagt, also kein Schwein interessiert sich dafür. Ich lese mir das nicht durch, da kriege ich einen Krampf. Wem geht es sonst noch so? Oh, nochmal, also für die Reisebürokonzerne jetzt die Lösung, warum ihr immer noch nicht die Milliarde mehr Umsatz macht. Wer liest sich die Prospekte nicht durch, die Verkäuferin in die Hand? Dankeschön. So, Kamera kurz zu mir, ich möchte noch ein bisschen Gehässigkeit verstreuen. Was zahlt ihr mir, wenn ich dafür sorge, dass ihr nur noch ein Drittel Prospekte drucken müsst? Und 15 Millionen spart, bekomme ich die Hälfte? Boah, das wäre ein geiles Honorar. Nur ich kriege keinen, der sich dafür begeistern lässt. Das ist ja nicht mein Geld. Drucken wir, zahlen die Aktionäre. Ich würde auf eurer Aktionärsversammlung richtig Action machen. Ihr hättet echten Stress, in euren Positionen verweilen zu dürfen. Ich würde die Masse gegen euch aufwiegeln, weil sie jetzt nämlich erkennt, wie viel Geld ihr verschwendet, weil es euch egal ist, ob die Leute das durchlesen oder nicht. Also, wüsste die Verkäuferin, was genau ich auf meiner Hochzeitsreise erleben möchte, und meine Frau, was würde sie zwangsläufig tun, lieber Guido, die Reisebürokauffrau? Sinnvollerweise Fragen stellen. Gut, wenn sie die Fragen gestellt hat und genau deshalb wüsste, was ich für eine Reise kaufen werde, will, möchte, was unterlässt sie zwangsläufig? Ist das Mikrofon soweit an? Ja. Ja? Hörst du das hinten? Nein? Müssen wir schauen. Also, die Batterie. Okay, nehmen wir ein anderes Mikrofon. Kein Problem, ist ja live. Ja. Was würde sie unter allen Umständen vermeiden? Was würde sie nicht tun? Ich denke, unnötige Präsentation machen oder Unterlagen übergeben, die ich eh nicht lese. Genau, weil wie viele Reisen will ich denn machen? 15? Ja, das fühlt sich gut an. Ich muss die aber irgendwie bezahlen, das heißt, ich muss rechtzeitig zurück und muss wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren. Sie würde mir maximal ein Prospekt geben, vielleicht, wenn sie leichtsinnig ist, zwei. Nicht mal das. Sie würde in ihren Rechner gehen und würde genau das suchen, was ich brauche. Sie würde es ablesen. Ah, Ihnen besonders wichtig, Priorität 1, 2, 3, 4, 5. Und würde sagen, Sie haben hier noch gesagt, obwohl es keine dominante kein dominantes Kaufmotiv ist, Sie haben gesagt, es wäre schön, wenn es 200 Meter vom Strand entfernt. Ist es jetzt schlimm, wenn es, sage ich, 300? Nein, passt schon. Weil es hat alle anderen Bedingungen. Und ich könnte sofort das Geld ausgeben.
ohne Katalog, ohne dass ich andere Reisebürokonzerne schädige, weil ich bekomme ja überall so einen Stapel in die Hand gedrückt, der anschließend, übrigens, wähle ich trotzdem nicht die Grünen. Auch wenn ich gegen Papierverschwendung bin. Und auch das ist wieder ein Test. Wer jetzt sagt, dieser Verkaufstrainer ist, Entschuldigung, ich habe es vorhin schon erwähnt, scheiße, weil er nicht die Grünen wählt, du weißt nicht, ob ich die Wahrheit sage. Und du wirst es auch nie erfahren. Bitte nicht die Entscheidung politisch abstellen, ob deine Verkäufer durch mich mehr Umsatz machen können. Einverstanden? Sorry, ich habe dich geduzt. Ich habe noch nicht deine Genehmigung, aber du kannst ja jetzt ausschalten. So, also, klar. Und das Gleiche, Immobilienmakler sind menschenverachtende Verkäufer. Nicht nur, dass wir gestern in einem Verkaufstraining, also nicht alle, bitteschön nicht alle, es gibt einen nicht unerheblichen Teil, dem ist sehr wichtig, die Menschen glücklich zu machen. Aber die meisten, die wissen es nicht oder wenn sie es wüssten, wäre es ihnen egal. Immobilienmakler gestern, ich habe gestern mit einer älteren Dame gesprochen in Hamburg, ein Live-Telefonat, da ging es um eine Wohnung, die sie verkauft. Und der erste Einwand, der kam, die Immobilienmakler schicken nie die richtigen Interessenten. Ja, warum denn nicht? Die alte Frau, ich habe jetzt selber eine Anzeige geschaltet, eine Immobiliengesellschaft, hatte die Idee, in der Zeitung einfach nur die Leute anzurufen, die eine Anzeige schalten, verkaufe Haus, Wohnung. Dann rufe ich die an und sage, ich bin Makler. Und das Problem war aber das, dass keiner mit den Maklern sprechen wollte. Warum? Die haben deshalb inseriert, die meisten, weil sie einfach keine Makler mehr ertragen können. Falsche, ich habe die alte Frau, was wird die Frau Loft hieß sie, ja? Loft aus, war, die hat mir alles erzählt, was sie über sich hat ergehen lassen. Seit Oktober verkauft sie eine, versucht sie ihre Wohnung zu verkaufen. Man hat mir erzählt, was für Typen, die hat eine Präsentation nach der anderen gemacht. Sie ist, die lebt ja noch in der Wohnung. Sie will ins Altersheim und jedes Mal, wenn der Makler kommt, ding dong, guten Tag, haben wir Interessenten. Gleich mal 3, 4 Stück und noch ein paar Chinesen mit Kamera. Zoom. Rein und da hat sie immer aufgeräumt. Sie hat versucht, dass es gut aussieht. Als Inhaberin macht sie das. Sie hat sich zeitlich danach gerichtet. Arzttermine verschoben und so weiter. Sie will das Ding verkaufen, weil sie sich selbst nicht mehr bewirtschaften kann. Will ein Altersheim, will sie umsiedeln und noch ein bisschen was vererben. Und jedes Mal hat der Makler den Erstbesten, der gesagt hat, oh, 300, Flottbeck, kann ich mir leisten, komm mal vorbei. Wie viel Zimmer, wie viel Quadratmeter, nehme ich. Komme ich vorbei, wann können wir besichtigen? Nie hat der Makler es für nötig gehalten, zu ergründen, ob überhaupt diese ältere Dame nochmal gequält werden darf. Aufschließen, gucken, wieder 2 Stunden. Ihr versteht, was die für einen Schmerz ertragen musste? Und das über ein halbes Jahr. Die wollte, die hätte mich am liebsten erschossen am Telefon. Erster Einwand, die bringen immer die Falschen. Und dann kommt was sehr Übles. Und das machen nicht wenige Verkäufer. Und zwar, ich bekomme oft Makler, die machen dann so, die drucken falsche Prospekte. Die hübschen ihre Präsentationen so auf, dass sie möglichst schnell viele Interessenten finden, egal ob die passen oder nicht, und behaupten manchmal Dinge, die innerhalb der erweiterten Wahrheit liegen. Und das machen manchmal auch Verkäufer anderer Produkte. Wenn sie nicht genau wissen, womit muss ich eigentlich trumpfen, weil ich weiß, damit bekomme ich das Herz des Kunden. Und dann stochen sie in einem wild modellierten Kosmos voller Argumente herum, von denen sie glauben, dass den Kunden das nachhaltig beeindruckt und er sich deshalb verführen lässt. Das ist kein seriöser Verkauf. Anders hingegen, Immobilienmakler, die genau wissen, was wünscht der Verkäufer, welche Bedingungen, was ist ihm wichtig und genauso, was ist wichtig für den Käufer. Und dann sehe ich schon, mache ich mir den Stress und begleite die Interessenten immer wieder daraus. Klar, dass die alle kein richtiges Geld verdienen, weil die das meiste mit Zeigen verbringen. Nur die haben keinen Zeigevertrag, in dem steht, zeigen Sie ein Projekt, ein Produkt, ein Objekt, dann bekommen Sie 100 Euro Vergütung, damit Sie auch Ihre Kinder auf eine vernünftige Schule schicken können. Na, wie klingt das für Sie? Gibt's ja nicht.